Hallo und herzlich willkommen zu Gedanken der Zeit. Heute mit dem Thema der Mond. Nichts ist, wie es scheint. Ja, wir haben schon mal des Öfteren über den Mond gesprochen. Ich habe jetzt mal hier drei Videos rausgeholt. Es ging einmal um Mondlicht und Schatten, beziehungsweise welche Temperatur das Mondlicht und der Schatten hat. Und ich hatte ein kleines Experiment geschaut und ich habe etwas nachgemacht von einem anderen Experiment und habe selber auch dasselbe festgestellt. Also das heißt, dass das Mondlicht kühler ist wie der Mondschatten. Und das fand ich schon bemerkenswert und mittlerweile wurde das Experiment doch das ein oder andere nachgemacht. Auch hier in meinem Discord-Server hat das einer nachgemacht und konnte es bestätigen. Ja, Supermond, blauer Mond, Blutmond, Mondfinsternis, Ebbe und Flut. Und wir haben da geguckt, welche Zusammenhänge es da gibt und wie das passieren kann, dass halt der Mond oder auch beziehungsweise die Sonne über Ebbe und Flut herrscht und trotzdem, dass der Mond, naja, das Wasser anzieht. Wenn eine Raumstation dazwischen rumfliegt, ist sie schwerelos und da gibt es keine Gravitation. Also das ist natürlich auch etwas merkwürdig. Ja, und das letzte Video, und das schon vor 3 Jahren, mein Gott, wie die Zeit vergeht, Himmelskörper oder Hologramm. Und das war auch nicht so leicht zu beantworten und haben wir letztendlich, ich denke, in dem Video auch nicht gelöst. Ich bin da jetzt noch nicht mehr reingegangen, aber ich habe mittlerweile auch ein paar neue Informationen bekommen. Und dazu möchte ich einfach meine Gedanken mal mit euch teilen. Also es geht um den Mond und für mich auch ist die Krater, die es auf dem Mond gibt, ein Schlüssel. Und wenn man sich die Mondkrater anschaut, und ihr seht schon so, wenn man so ein bisschen drüber schaut, die sind ja fast alle kreisrund, aber dazu kommen wir später. Weshalb sieht man Psyche auf dem bloßen Auge? Und das ist ein Krater halt von 85 Kilometer Durchmesser. Naja, und wenn man den so plus 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 über die Linie zieht, kommt man nur auf 1190 Kilometer anstatt auf 3480 Kilometer. Ich finde, wenn das so ist, das ist eigentlich eine Frechheit, ne? Dass die uns diese andere Kilometerzahl verkaufen, obwohl man eigentlich mit ganz kurzen Nachmessen kontrollieren kann, dass es eigentlich nicht so ist. Und es scheint denen ja eigentlich fast egal zu sein. Ja, und in der Mitte von solchen Kratern ist sehr oft, dass die, ja, wie soll ich sagen, in der Mitte so einen Berg erschaffen, der dann so nochmal ein bisschen rausragt, bevor das Ganze vorbei ist. Und die Höhe ungefähr ist hier zwischen dem Bodenniveau des Kraters und des Mondes so bei 4850 Meter. Wenn man da noch, ich sag mal so, die Kraterspitzen abwiegt, vielleicht 3000 Meter. Wie auch immer, das ist aber nicht so relevant für das, was ich heute ein bisschen erzählen will. Auf jeden Fall, worum es geht, sie sind alle so gut, wie es geht, kreisrund. Und dieses Kreisrunde sehen wir hier besonders gut. Deswegen denke ich mal, hat George Lucas das mit dem Star Wars gemacht. Das ist der Mond Herschel. Und der hat ja diesen Riesenschlag. Und wie man sieht, dieser Riesenschlag, der da praktiziert worden ist, und er hat auch wieder in der Mitte diesen Kernberg. Ja, so tief eingeschlagen ist er nicht. Und wenn ich mir so einen Brocken da anschaue, der da gelandet ist, also für mich müsste der Krater wesentlich viel tiefer sein, weil da gibt es ja auch keine Erosion oder sonst irgendwas, als das, was uns da gezeigt wird. Dann gibt es dieses Bild, ebenfalls voller Krater, und das finden wir überall. Und wenn man so ein bisschen guckt, dann sieht man auch hier sind die meisten Krater, vielleicht 90-95%, kreisrund. So, und wenn ein Meteorit einschlägt, und das ist nicht nur auf dem Mond passiert, sondern hier auf der Erde, und lasst euch bitte nicht wegen diesem Bild ablecken, ob die Erde flach ist oder eine Kugel ist, darum geht es nicht. Die Liste der Einschlagskrater auf der Erde sind echt ellenlang. Ich habe mir die angeguckt, ellenlang. Aber das ein oder andere Bild findet man dann doch dazu.
Tja, und die meisten sind wieder kreisrund. Da kann man natürlich von ausgehen, ja, wieso sind denn alle kreisrund? Wie kann das sein? Also eigentlich nur, wenn ein Meteorit senkrecht auf die Erde trifft, dann explodiert es halt kreisrund. Dieses hier soll der Meteorit sein, der dort eingeschlagen ist, wo er jetzt noch liegt. Also das halte ich sowieso für ein Fake, und das habe ich schon für ein Fake gehalten, bevor ich überhaupt das Video gemacht habe. Und da wusste ich eigentlich noch gar nicht, warum das ein Fake ist, aber ich wusste schon, das Ding stimmt nicht. Der Meteorit ist irgendwo gelandet, ja, das mag sein. Und es gibt auch Meteoriten, aber er ist niemals da gelandet, wo sie den halt später, naja, hingeschafft haben und ausgegraben haben. Die Wahrscheinlichkeit eines Asteroideneinschlags ist wirklich gering. Aber die Konsequenzen können unvorstellbar sein, ja, das ist richtig. Aber ich frage mich Folgendes: Wie gering ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass 95% oder sagen wir mal 90, 80% aller Einschläge im Sonnensystem senkrecht auf allen Himmelskörpern treffen? Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Sonst gäbe es ja längere Krater, tiefere Krater, die sind nicht alle gleich schwer, sie sind nicht alle gleich schnell. Die Krater müssten ja viel unterschiedlicher sein. Sind sie aber nicht. Meistens sind sie fast kreisrund und alle in einer bestimmten Tiefe, unabhängig davon, wie stark oder wie schnell der Einschlag war. Und es gibt die, ich würde mal sagen, mittlerweile die korrudesten Ideen, Theorien zum Mond. Und da geht es halt darum, dass die Sonne und der Mond bestehen aus kosmischem Plasma und sie entstehen zwischen den Erdgeschichten der Ionosphäre. Und sagen wir mal, das ist so. Und sagen wir auch mal, der Mond ist ein Hologramm. Warum sollte man ein Hologramm entwickeln, worauf diese kreisrunden Einschläge sind? Wenn es die vorher nie gegeben hat, ne, und wir das ja so lernen, ne, und der Mond, ich sag mal, blank wäre, wäre das für uns völlig normal. Also warum sind die Einschläge da? Und die Einschläge sind deshalb da, weil es im eigentlichen Sinn überhaupt keine Einschläge sind, sondern weil sie dazugehören, wie etwas entsteht. Das rechte Bild ist der Mond, und ein Teil des Mondes reflektiert die Erde, und daraus sind unsere Kontinente entstanden, und man soll anhand des Mondes sehen, dass es noch weitere Kontinente gibt. Ich finde das schon sehr weit hergeholt. Ich habe das auch so gut es für mich geht halt überprüft. Ich bin dann auch nicht ganz auf diesen Konsens gekommen, dass es so ist, aber ich bin für vieles offen und werde dementsprechend auch da weiter forschen. Trotzdem möchte ich die Theorie hier ja sozusagen nicht bekannt geben, die ist ja schon längst bekannt, aber auch hier erörtern, dass es halt eine Reflexion der Erde ist und die Erde viel größer ist und ein Teil davon sehen wir halt auf dem Mond. Das sind die Einschlagskrater, und im oberen Bereich sieht man so ein bisschen die Mare genannt, die den Mond betreffen. Wenn man den Mond eingibt in Google Earth, dann findet man hier so ein 3D-animiertes Objekt, sage ich mal, das kann man drehen und wenden, wie man will. Und da sieht man den Mond, den Nordpol, den Südpol und kann ihn auch auf die dunkle Seite drehen, den wir nicht kennen. Da wir die nicht kennen und nicht beweisen können, ob es auch tatsächlich so ist, lasse ich die hier weg. Aber das ist eine Seite, die man sehen kann, und irgendwie hat mich das an etwas vollkommen anderes erinnert. Und das ist jetzt vielleicht sehr komisch, aber es ist nun mal so. Es hat mich an eine Suppe erinnert. Und zwar, wenn eine Suppe so heiß ist, da macht die Bläschen, damit der Druck von unten, ne, nach oben geht und entweicht. Und ich finde, genauso sieht der Mond auch aus. Die ganzen Einschlagskrater und auch die Mare erinnern mich an so eine Soße. Und wenn man nach der Entstehung geht, dass alles ja aus so einem super heißen Plasma entstanden ist, kann ich mir schon vorstellen, dass natürlich ein gewisser Druck entstanden ist, und der Druck muss losgeworden sein oder losgemacht werden. Und
Wie bei einer Suppe entfaltet sich das oben dann in Gasblasen, die sich entwickeln. Und während der Mond abgekühlt ist, ist er wohl irgendwann so abgekühlt, dass dann diese letztlichen, das was wir Krater nennen, aus diesen Blasen als, naja, Rest sozusagen entstanden ist und der Mond heute so aussieht, wie er halt ist. Und das würde dann auf alle Himmelskörper zutreffen, weil die alle dann so entstanden sind, nicht nur der Mond. Natürlich wird es Einschlagskrater geben, die wirklich durch einen Asteroiden oder Meteoriten entstanden sind. Aber die werden viel, viel weniger sein, als wir uns es uns denken, wenn der Mond tatsächlich so aus diesem Prinzip entstanden ist, dass der von innen heraus diese Blasen entwickeln hatte und deshalb die Oberfläche so aussieht, wie er aussieht. Und deswegen auch dieser Einschlag auf diesem Mond da, mein Gott, der hätte doch den Planeten zerrissen. Oder auf jeden Fall sähe es viel anders aus und der Einschlag wäre auch viel tiefer. Bei so einem großen Einschlag, den man da sieht, ich weiß nicht, wie tief der normal gehen würde, das tut er aber nicht. Er geht nur ein paar Kilometer tief und das war's. Und daher denke ich auch, dass es dadurch passiert, dass die Kraft von innen nach außen gedrückt worden ist und nicht durch zahlreiche Meteoriten- oder Asteroideneinschläge entstanden ist. Dann würde der Mond, der Himmelskörper, heute noch genauso aussehen wie damals bei seiner Entstehung nach der vollständigen Abkühlung. Und ich finde, ja, das wäre ein wirklich schöner Blick in die Vergangenheit, weil er noch genauso ist, wie er entstanden ist. Weil es keine Tausenden von Meteoriteneinschlägen gab, sondern einfach, er ist abgekühlt. Während dieses Abkühlungsprozesses haben sich die Blasen dann in diese Krater verwandelt oder das, was wir Krater nennen, und sind eigentlich halt, ja, noch die letzten Auswirkungen von der Hitze, die von innen nach außen gedrückt hat. Ja, vielleicht ist der Mond kein Hologramm im eigentlichen Sinne. Und man sieht ja manchmal so Bilder wie auch hier, dass der Mond die Farbe des Himmels annimmt oder dass man auch Sterne durch den Mond schauen kann, obwohl man nur eine Sichel sieht. Und dann müsste eigentlich alle Sterne, die dann dahinter sind, ja verborgen sein. Aber sind sie nicht, man kann sie sehen. Und deshalb frage ich mich einfach, vielleicht ist der so ein filigranes Objekt wie eine Zuckerwatte, also wie ein Spinnennetz mit ganz dünnen Membranen, die dazwischen sind, die dann für uns ja etwas dunkler erscheinen. Und die Dichte des Mondes dafür vielleicht verantwortlich ist, ja, in welcher Schicht der Mond schwebt. Also wenn die Erde nicht den Schatten projiziert, was projiziert dann den Schatten? Und vielleicht geht es in diese Richtung, ja, dass es so ein bisschen abtaucht und auftaucht wie durch eine Welle. Aber was hierbei noch erstaunlich ist, ist, das ist ein flaches Objekt, was in das Wasser getaucht wird und dadurch entsteht dieser Sichelmond. Wenn man nämlich einen Ball in das Wasser taucht, passiert das nicht. Und tja, wie soll man so sagen, wie im Kleinen, so im Großen, da muss man sich nachfragen, warum das so ist. Dann gibt es diese alten Karten, die erste ist vom 11. Jahrhundert ungefähr, und also nach Christus. Und die zweite ist so im 15. Jahrhundert und die entspricht ja schon so ein bisschen mehr unseren Schichten, Inosphäre, Troposphäre und wie sie alle heißen. Und rekonstruiert ja so ein bisschen, wie es um uns herum ist. Ich denke aber, dass die erste Karte, die ältere Karte im 11. Jahrhundert, es viel genauer anzeigt, wie die Karte aus dem 15. Jahrhundert. Weil es einfach um uns herum drum ist, unabhängig davon, ob die Erde flach oder eine Kugel ist. Es ist ja einfach um uns herum, diese verschiedenen Schichten wie verschiedene Eierschalen. Und ich habe das schon mal erklärt mit verschiedenen Zwiebelschalen. Und daher denke ich, ist das Bild aus dem 11. Jahrhundert viel genauer, ja, wie das Bild aus dem 15. Jahrhundert.
Die Rätsel des Mondes zu erklären ist vielleicht der Schlüssel zu einem größeren Verständnis von der Natur der Dinge. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr seid gesund und ich hoffe auch, ihr bleibt gesund. Deshalb bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.